So, Squall gegen Flora. Hier in Gruppe Nummer 4. Zweiter und dritter Seed. Bisher alles gewonnen, beide. Oh, und wir sehen Hero. Interessanter Pick. Ich glaube auch, DDD gegen Bosa wäre ein interessantes Matchup. Aber, ja, wir hatten ja gerade Squad Strike, deswegen sind die Leute natürlich auch so ein bisschen eingespielt mit ihren Charakteren. Wäre das ein Crit gewesen, das wäre es gewesen. Okay, Sizzle, Bang. Okay, sparen ein bisschen MP. Ist aber ganz interessant zu lesen, worüber die hovern. Okay, kommt aus der Frame Trap raus. Punish. Oomph ist online. Okay. Aber immer noch nicht gekillt, auch nicht ansatzweise. Ja, okay, aber der hier. Tatsache. Okay, der Hero. Ich sag dir, Squad Strike war ein Game Changer. Das wird sich auf jeden Fall noch bemerkbar machen, vor allem bei SDN in den finalen Spielen. Und macht die Leute so ein bisschen freundet die mit der Idee an, einfach mal ein paar andere Charaktere zu spielen. Oh. Okay, der Accelerate. Sind wir direkt drauf? Nein. Okay. Punish ihn. Okay. Bounce. Gerade aktiv gewesen, da kam der Kill. Wäre natürlich interessant gewesen. Kann man ein wenig mit den Gordos machen. Okay, schön rausgesprungen aus dem Hail. Und da kommt Sizzle, okay. Ich dachte jetzt eher an uns. Oh. Chance hier. Ja, also jetzt versucht. Und Magic Burst. Und das killt aber sowas von. Und dafür sind wir bei 0. Gucken. Aber ja, da. Wichtig, den ersten Hit dann zu bekommen. Bei Magic Burst ist man immer sofort um. Oh mein Gott. Oh! Oh, das war ein Choke. Das war tatsächlich ein Choke. Einfach an die Edge geschoben. Das, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, dass das geht. Okay, wir sind wieder um. Also, Squall ist um zumindest. Und hat er auch nicht den Grab bekommen. Okay, Hard Punish. Die große Lead ist weg. Oh oh, okay, das war kein Crit. Bisher kam das Crit-Glück noch nicht. Aber vielleicht sehen wir gleich irgendeinen komischen Thwack oder sowas. Okay. Hocus Pocus, mach Hocus Pocus! Oh. Er muss das doch gucken. Vor allem, wenn es Kamikaze dann wird. Okay, Psych up. Ja, doch. Der Hero ist auf jeden Fall auch besser geworden. Die hat er ja auch. Oh, und Kaboom! Tatsache. Einfach sogar DDD gekillt. Und einfach mal mit dem Hero 1-0 vorne. Interessant. Gegen Green Shell hat Squallen auch Hero und Bosa gespielt. Und das war auch gegen DDD. 2-1 war das. Okay. Tatsächlich auch ein wichtiges Set. Das ist ja dritter gegen vierter Seed, weil dritter kommt weiter. So, Seed 12 gegen Seed 13. So. Ein paar Tabs schließen. So. Ich sehe auch schon Dialga Palkia Musik auf Pokémon Stadium 2. Wir sehen Hero, wir sehen DDD. Na, dann kann es ja losgehen. So, Squall in 1-0 vorne. Der dritte Seed über den Second Seed. Aber natürlich ist die Sache noch nicht gegessen hier. Okay, das DDD hier, das ist ein gordolose Play, gerade jetzt von Flora.
Manchmal spielen die Leute tatsächlich besser, solange, sobald Bounce up ist. Müssen wir mal drauf achten. Okay. Kommt da leider nicht von der Edge weg. Ist immer gar nicht so leicht nach der Frame Trap. Okay. Clank. Okay. Mal gucken. Kann man auch choken? Nope. Das war's. Clank einfach. Ja, nach Kamikaze das ist das Tödlichste, was man bekommen kann. Und jetzt muss Squall natürlich einiges aufholen. Gegen DDD. Okay, ja, Quack hat er natürlich genommen, aber dazu muss sich Flora natürlich auf ihn zubewegen. Und das ist der zweite Stock, ja. Ja, das Game ist wahrscheinlich schon gegessen, außer wir haben hier ein paar richtig glückliche Draws. Ja, Kaboom war ganz wichtig gerade, aber wurde geschildert. Quack, Und ja, das sind halt die drei, haben jetzt gerade schon dafür gesorgt, dass die EP komplett weg sind. Und jetzt sieht es wirklich schlecht aus. Oh, GG. Nee, Abi kann noch gemacht werden. Ja, Hatchet Man. Kann man gerade nicht geiern. Da muss man tatsächlich dann auch mal ohne MP spielen und einfach mal denken, so, ja, vielleicht ein bisschen neutral spielen, ein bisschen den Gegner in Disadvantage bringen und vielleicht mit Backer oder so, aber ja, man darf nicht zu sehr am Menü hängen. Wenn man zu abgelenkt ist, dann wird das auch nichts. Das war ein Easy Clap jetzt gerade von Flora, jetzt steht es 1-1. Bin ich mal gespannt. Bleiben wir bei Hero? Das Game hat sich ja basically im ersten Stock schon entschieden. Sobald Bounce an war, war er zu Ende. Gut, Splash Mage. Splash Mage mit dem K-Rule, den er auch in Squad Strike gespielt hat. Also wir sehen schon einige Chars, die in Squad Strike gepickt wurden. Was cool ist. Gut, dann gehen wir mal in Match Nummer 3. Game Nummer 3. Ja, wir bleiben beim Hero. 1-1. Und wir beiden bekommen uns den 2. So, wir sind im Menü und am Start. Oh. Okay. Ja, wieder offstage, aber. Im Moment macht Flora so viel Druck, dass Squall praktisch gezwungen ist, super viel LP zu burnen. Also einfach diese Panic-Reactions zu treffen und das ist halt das Ding, ne? In dem Fall muss man tatsächlich auch mal ohne Menü spielen können. aber Hero halt auch nicht die beste Frame-Data. Von daher ein Early-Kill gerade. Squalle hat jetzt wieder einiges vor sich. Oh, da war Thwack. Weg haben. Okay. Im Moment noch machbar. Boom. Ja, es ist halt Damage, ne? Aber das sind halt auch MP. Also ist der zweite Stock, einen hat er noch mit 100 MP. Aber ja, das Management muss on point sein. Man hat nicht unendlich viel. Oh, das hat fast gerade ein Schild. Ein komplettes Schild zerbrochen. Einfach nur Back Air. Okay. Snooze. 19 MP. Heißt, er kann nicht mehr Kaboom machen. Ah, im Menü. Aber wenn im Menü bleibt, dann regenerieren sich die MP auch nicht. Auch das. Ah, so kleine Sachen. Und wir sind auf dem letzten Stock hier. Hoffentlich ein bisschen MP-freundlicher.
Weil da würde halt auch eine faire Back erreichen. So. Ja, genau das. Uptilt. Okay, ist das gerade Psych-Bund-Rumpf? Kann man auch mal Pages spielen. Also sehr patient von Flora. Kann ja einiges rausbaiten. Und immer noch am Leben. Ja, okay, der Uptilt. Uptilt macht es. Und jetzt buffen wir uns erstmal komplett hoch, dass wir in allen Farben des Regenbogens leuchten. Beim Chat aus. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, was so die nächsten Sets sein könnten? Also ihr könnt mir mal ins Bracket reingucken und schauen, welche Sets ihr gerne on screen sehen würdet, von denen, die noch nicht gespielt wurden. Und jetzt gucken wir mal, was hier als nächstes passiert. Also jetzt im Moment muss man schon echt die MP sehr schlau managen. Mal ohne spielen. Oh! Oh, und der Downtilt regelt. Okay, und das ist das 2-1 für Flora. Es fing sehr gut an für Squall im ersten Game. Und am Ende des Matches hat man dann gemerkt, ja, okay, so langsam wird es wieder knapp. Aber Flora dann zu hart rebuttelt